Willkommen bei Nuoviso, liebe Zuschauer, willkommen bei Steinzeit. Heute mal wieder ein Thema der Kulisse entsprechend. Wir dürfen eintauchen in die alten Mysterien in dieser Welt. Wir gehen auf die Spuren des Rätselhaften und des Unbekannten. Und ich freue mich sehr auf den Blogger und seit Jahren bekannten Forscher in dieser Thematik, auch den Lars Fischinger. Ja. Hallo Lars, endlich laufen wir uns mal über den Weg. Ich habe dich auch schon jahrelang auf dem Schirm, was du so machst. Und mir ist jetzt erst gestern aufgefallen, dass uns da eigentlich eine ziemliche Parallele verbindet, wie wir beide zu diesen Themen gekommen sind. Es gibt einen Menschen, der für uns beide mehr oder weniger prägend war, nämlich der Herr von Däniken, ist mir aufgefallen. Ja, ja, ganz genau. Der war auch wahrscheinlich für die meisten, die sich für die Rätsel der Welt und die Mysterien der Vergangenheit interessieren, prägend. Und so war es auch bei mir. Ich bin jetzt gerade vor einigen Wochen 45 geworden und 1989 habe ich mal diesen Erich von Däniken, mir völlig unbekannte Person aus der Schweiz, am deutschen Fernsehen gesehen auf ProSieben, das war im September 89. Da hatte er zwei TV-Dokumentationen, Erinnerungen an die Zukunft und die Andreas Botschaft der Götter. Und da hat mir ein Schweizer da etwas erzählt von irgendwelchen Außerirdischen, die vor vielen Jahrtausenden hier in der Vergangenheit auf der Erde waren. Und da war ich als 15-, 16-Jähriger völlig fasziniert. Ich denke, was erzählt mir dieser Mann mit dieser komischen Dialekt denn da eigentlich? Und dann habe ich mir mal so die ersten Däniken-Bücher gekauft, so wie es die meisten dann gemacht haben, beziehungsweise die meisten haben sich wahrscheinlich direkt erst ein Buch gekauft und dann die Sendung gesehen. Ja, und dann auch diese anderen Autoren, die es da so gab. Charles Berlitz hat zwar nicht mehr die Rätsel der Vergangenheit, außer Atlantis jetzt so groß geschrieben, oder Robert Charroux aus Frankreich. Und so bin ich dann nach und nach in die Thematik eingestiegen. Wir haben jetzt 2019. Das war, wie gesagt, im September 1989. Das heißt, ich habe dieses Jahr im September 30 Jahre Mysterien der Vergangenheit, mein persönliches 30-Jähriges. Okay. Und ich hätte nie gedacht, damals als Teenager, so kann man sich ja 16 ruhig bezeichnen, dass ich 30 Jahre später immer noch so fasziniert bin von den alten Mysterien der Geschichte. Hätte ich nie gedacht. Ich habe genau die gleiche Sendung gesehen, das war nur ein paar Jahre früher schon. Ich habe das irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er gesehen. Ich bin Jahrgang 70, ein paar Jahre älter wie du nur. Aber ich habe das gesehen noch vor meiner Pubertät, das weiß ich noch. Da lief das auch im deutschen Fernsehen. Erinnerung an die Zukunft, glaube ich. Ich erinnere mich an eine ganz markante Titelmelodie von dieser Serie. Wenn man das heute anschaut, ist das natürlich 70er Jahre. Wenn man das, also es ist unglaublich, das wird heutzutage kein Mensch mehr anschauen. Muss man viel Aber schmunzeln. Ich habe damals einen Impuls bekommen, der mich bis heute begleitet. Nämlich, da gibt es Rätsel, die die Erwachsenen nicht klären können. Also ich habe dann nachgefragt in meinem Umfeld, wie sowas zum Erklären ist. Und es gab keine für mich stichhaltigen Erklärungen. Ja, das war für mich damals schon irgendwie ein Punkt, wo ich gesagt habe, hier gibt es eine Ebene, da wo nicht mal meine Eltern oder anderen Lehrer oder sonstige Menschen damit zu Erklärungen haben konnten. Und das hat mich nach wie vor angefeuert. Ja, also das geht mir so wie dir. Ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so akribisch in der Recherche wie du und bei Weitem habe ich nicht so einen hohen Output wie du. Nur die Faszination, die bleibt. Das ist wie so ein Virus, wenn man da einmal davon befangen ist, dann bleibt man eigentlich dran hängen. Ja. Genau, das ist die kindliche Neugier, die habe ich zumindest ich dann auch mit ins Erwachsenenalter transportiert. Interessant ist, damals 1990 bin ich dann, oder 1989 war ich sogar schon auch in der Türkei gewesen und da gibt es auch einige archäologische Stätten, einige viele sogar. Und da war ich gerade angefixt von diesem Däniken-Thema und von den Rätseln der Vergangenheit und war dann in der Türkei, in Istanbul zum Beispiel, und habe dann immer sehr komische Fragen an die Reiseführer da gestellt, die so gezeigt haben, hier ein Obelisk, der kommt eigentlich aus Ägypten und so, der wurde dann dahin transportiert und dann, wie wurde das denn gemacht? Da war ich schon als Teenager völlig neugierig und habe dann auch gleich angefangen zu schreiben, und zwar für meine Schülerzeitung, ich war ja damals noch Schüler, und habe da direkt meine ersten Artikel über Präastronautik, wie man heute sagt, Ancient Aliens, in der Schülerzeitung veröffentlicht, war im Religionsunterricht in der Schule sofort völlig unbeliebt beim Religionslehrer. Denn unser Religionslehrer, ich komme aus einem Dorf, war zur damaligen Zeit gleichzeitig auch der Pastor in unserem Dorf.
Und der hat dir halt die Schüler, den Schülern Religionsunterricht gegeben und dann irgendwelche Fragen gestellt über Engelwesen im Alten Testament. Das passte dem also überhaupt nicht. Auch meinen späteren Religionslehrer passte das nicht. Ich bin sehr oft vor die Tür gesetzt worden. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich bin gleich rausgeflogen. Für einen jungen Teenager war das natürlich super. Oh, da musst du den großen erwachsenen Pastor wohl unangenehme Fragen gestellt haben. Deshalb fand ich das eigentlich recht toll, in Anführungszeichen, dass der Pastor mich vor die Tür gesetzt hat. Nur weil ich irgendwelche Fragen hatte. Zum Beispiel, warum Engel vom Himmel gekommen sind, wie es ja im ersten Buch Mose heißt, im sechsten Kapitel. Und dass die angeblich Sex mit Frauen hatten und da Kinder auch aus vorgegangen sind und auch Riesen zu dieser Zeit kamen. Das steht ja alles in der Bibel. Ne? Ja, genau. Das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4, steht es ganz genau beschrieben. Und da, wenn man sowas den Pastor fragt, im Religionsunterricht als Teenager, keine Antwort. Lars, raus. Na gut. Verhalten 6. Ja, ja, okay, ja. Ich verstehe. Aber das ist ganz normal, diese Reaktion. Ich habe das also auch schon oft erlebt. Es ist, diese Themen, wenn man sich mit Astronauten im Altertum beschäftigt, also sprich Außerirdischen, die schon mal da waren, dann ist es so eine No-Go-Area in unserer heutigen Wissenschaft oder in der wissenschaftlichen Gemeinde. Ich habe das jetzt hier in dieser Arbeit auch schon ein paar Mal erlebt. Obwohl mich diese Themen so faszinieren, ist es sauschwer, dann da eben Leute zu finden, die trotz solchen Themen kommen oder anders gesagt, ich habe Gäste angerufen, angeschrieben, akquiriert, irgendwelche Wissenschaftler oder Journalisten oder halt irgendwelche Themen, die ich gerne hätte als Interview hier. Und dann hieß es, ja, das ist ja eigentlich ganz nett und ich kann Sie ja eigentlich ganz gut leiden, aber Sie kümmern sich ja auch um UFOs, da kann ich nicht bei Ihnen auftreten. Ja. Ja, also sobald man sich einmal dann öffentlich mit diesen grenzwissenschaftlichen Themen beschäftigt, ist man für viele seriöse Wissenschaftler oder Journalisten dann einfach unten durch, weil die sich dann eben nicht in so ein, nicht auf die gleiche Stufe stellen, ist falsch ausgedrückt, sondern sie wollen sich nicht mit diesem Gedankentum beschäftigen. Ja, das ist dann irgendwie so, nee, das geht gar nicht, da mache ich mir meinen Ruf kaputt. Ja, also wenn man sich mit der Thematik UFOs befasst, also meinetwegen das moderne Phänomen in der Neuzeit oder von mutmaßlichen Außerirdischen in der Vergangenheit, ist man einfach sowieso unten durch. Mhm. Das ist eigentlich ein Thema, was nur Spinner interessiert, um es mal so zu sagen. Und wenn dann jetzt in unserem europäischen Raum, oder jetzt natürlich speziell in Deutschland, irgendwelche etablierten Wissenschaftler, irgendwelche Leute, Studierte, die an Universitäten arbeiten, dann sagen, oh, das interessiert mich, ich möchte mich damit auseinandersetzen, dann heißt es ja so, das ist doch Kram für Verrückte. Ja. Das ist in den USA ist das natürlich ein bisschen anders. Da brüsten sich ja auch sogar einige etablierte Historiker oder Archäologen oder aus welchem Wissenschaftsgebiet auch immer damit, dass sie zum Beispiel in dieser Däniken, in Anführungszeichen Däniken-Serie Ancient Aliens aufgetreten sind. Auf deren Vita, an deren Instituten und Universitäten steht teilweise drin, was sie so alles veröffentlicht haben. Und da steht dann teilweise auch erwähnt, Auftritt bei Ancient Aliens. Mhm. Das wird da also quasi sogar als Pro angesehen, als dass sie da was geleistet haben, dass sie da interviewt wurden und da etwas gesagt haben. Das würde bei uns in Deutschland, das wäre völlig verrückt, sowas. Mhm. Also, die sehen das ganz locker, ganz anders dort, die Thematik. Aber in Deutschland. Also ich sehe es ein bisschen zwiegespalten in Deutschland. Ich saug also alles auf, was ich in dieser Richtung mitbekomme, Fernsehen, Internet, Medien, was auch immer mir da begegnet. Da habe ich wie du ein lebendiges Interesse dran. Ich will einfach wissen, was steckt hinterm Horizont, was gibt es da eigentlich? Und ich spüre eine zweigeteilte Berichterstattung. Zum einen natürlich alles, was zum Beispiel Harald Lesch oder so oder Ranga Yogeshwar, so die führenden Alpha-Journalisten in der Wissenschaftsszene im deutschen Fernsehen, die tun alles, um jeglichen Hinweis auf UFOs zu diskreditieren. Also da gibt es ja auch berühmte Talksendungen, wo die Herrschaften zusammen waren und die dann den Illobrand von Ludwiger niedergeknüppelt haben und solche Geschichten. Also wie kann man auch nur sowas glauben, so ein Unsinn, so ein Schwachsinn wissenschaftlich. Also da gibt es offensichtlich eine ganz klare Ansage, vielleicht von oben auch, also von deren Vorgesetzten oder wer auch immer dafür zuständig ist, das hat alles nur Blödsinn zu sein. Das geht nicht. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also ja? Und die zweite Seite, das beobachte ich in den letzten Jahren jetzt verstärkt, es gibt in verschiedenen Programmen im deutschen Fernsehen Dokumentationssender, zum Beispiel wie Welt oder N24 hieß es ja früher, die so in Endlosschleife immer wieder Videos bringen in der Nacht, im Nachtprogramm. Und da sehe ich sehr viel Ancient Alien Stuff, also gerade die Themen aus der Präastronautik. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Dokumentationen gesehen, die aus dem Amerikanischen übernommen worden sind,
gut gemacht, modern produziert, 2017, 18 teilweise auch erst gemacht worden oder vielleicht neu arrangiert und neu geschnitten. Und da waren schon ein paar Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt wären sie aber ganz schön mutig, jetzt kommen sie aber mit Dingen raus, wo ich mir denke, wenn das jetzt Lieschen Müller hört, die fängt dann aber auch an nachzudenken. Ist das etwas, was du auch wahrnimmst, dass man auf der einen Seite es total verteufelt und dann am gleichen Tag noch irgendwie ein Programm kommt, so nach dem Motto, die landen jetzt bald? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel das Beispiel Ranga Yogeshwar, der ja jetzt so nicht mehr aktiv groß im Fernsehen ist, wenn man den mal nimmt, es gab 1995 eine Sendung auf ARD, die kam zur Primetime und die hieß UFOs, es gibt sie. Ja. Da ging es hauptsächlich über die belgische UFO-Welle 89, 90, 91 und auch ein bisschen Greifswald-UFOs oben an der Ostsee. Und das war eine Sendung, die ging 45 Minuten und die hieß halt UFOs, es gibt sie. Und da gab es ein großes Medienecho und einen großen Skandal von den sogenannten etablierten Wissenschaftlern, die gesagt haben, wie kann denn die ARD so eine Sendung zeigen, so eine Sendung bringen, das ist doch alles völliger Humbug. Und da wurde nachher noch eine Talkshow dann produziert, quasi ein Talk, was sagt die Wissenschaft zu der Sendung, die wir da gezeigt haben. Die kam dann eine Woche später oder so und da war auch Ranga Yogeshwar dabei bei dieser Sendung. Und der, ich weiß nicht, die wird man wahrscheinlich online irgendwo finden noch, diese Talksendung. Und der flippt da fast aus in dieser Sendung. Komplett und regt sich anders, auf. Wie er sonst also, ist. Weil das ist ja sonst ein total sympathischer und eloquenter Mann, der ganz toll erklärt. So, ich habe dem gerne zugeschaut immer. Das ist ja wirklich ein hochintelligenter, kompetenter Mensch. Ja, ganz auch, genau. Aber da ist der irgendwie, hat der Gift und Galle gespuckt und auch gar nicht so frei und eloquent, sondern immer auf seinem Skript geguckt. Ich hatte das Gefühl, der ist da irgendwie so, der muss das jetzt sagen. Ja, und das war auch besonders interessant. Ich weiß jetzt, ich glaube, es waren 6 Gäste eingeladen in dieser Show und am Ende wurde dann so abgestimmt, sollten wir das UFO-Phänomen, brauchen wir eine UFO-Forschung, eine seriöse UFO-Forschung, um dieses Phänomen zu erforschen. Alle waren dafür, außer Ranga Yogeshwar, der war dagegen. Der hat das alles für Unsinn gehalten. Da muss man sehen, 1995, glaube ich, kam diese Sendung auf der ARD. Einige Jahre später, beziehungsweise ein Jahr später, wurde der erste Exoplanet gefunden. Und zwar in 50 Lichtjahren Entfernung, der Pegasus 51b, wie heißt der Planet. Kann kein Mensch wohnen. Ich glaube, ein Tag dauert 14 Stunden da, oder ein Jahr sogar. Und dann war der erste Exoplanet nachgewiesen. Inzwischen haben wir 4000 Exoplaneten nachgewiesen, es werden auch noch immer mehr. Und man könnte, wahrscheinlich würde man mit Statistiken das sogar nachweisen können, aber je mehr Exoplaneten gefunden werden und je mehr Planeten, in denen theoretisch auch bakterielles Leben möglich wäre, je mehr Sendungen, so kommt mir das vor, finden wir im deutschen Fernsehen, die sich pro außerirdisches Leben ausdrücken, sagen, ja, das kann sein, es kann sein, dass sie schon hier sind oder hier waren und nicht nur, wie du gerade sagtest, auf dem Sender Welt oder NTV oder so, sondern auch auf den Sender ZDF Info oder ZDF Neo, da laufen auch solche Sendungen, die das Thema außerirdisches Leben auch positiv sehen. Das wäre vor 20 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen. Da gäbe es wieder einen Medienaufschrei. Wie kann denn das öffentlich-rechtliche Fernsehen so etwas zeigen? Heute sehen sie das alles ein bisschen locker. Ich bin auch überzeugt davon, wir beide werden auf jeden Fall noch erleben, dass außerirdisches, intelligentes außerirdisches Leben nachgewiesen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Ohne eine Kontaktlandung, sondern alleine von der Berichterstattung her, meinst du jetzt, dass da die offizielle Verlautbarung sein wird, okay, wir haben uns getäuscht, es gibt wohl doch ET. So. Also ich sehe da drei Möglichkeiten. Entweder ein CETI-Signal, also ein Radiosignal von Außerirdischen wird empfangen, was auch als klar intelligenten Ursprungs identifiziert wird. Lass uns kurz CETI erklären. CETI ist die Suche nach außerirdischer Intelligenz, eine quasi wissenschaftliche Gruppierung von vielen Menschen auf der Welt, die nach Signalen suchen, die uns erreichen. Ja, ganz Search genau. Search for Extraterrestrial Intelligence, CETI. Ganz genau, CETI. Ja, und das gibt es jetzt seit 60 Jahren, empfangen eindeutig ein außerirdisches Signal haben wir nicht, aber die Technologie entwickelt sich immer weiter. Inzwischen werden Millionen von Radiosignalen und Millionen von Radiosequenzen, Frequenzen gleichzeitig abgehört. Das war ja vor 50 Jahren mit der Computertechnik gar nicht möglich. Okay. Vielleicht wird da ja mal irgendwann dann etwas empfangen, da wissen wir, es gibt in
100 oder in 10.000 Lichtjahren Entfernung intelligentes Leben. So wie bei dem Film Contact, wo ja so, so eine Bauanleitung für so einen Wurmlochgenerator kam. Ja. Ganz ja. genau. Und der Film Contact beruht ja auch auf einem Roman Carl Sagan. Von Carl Sagan, genau, der ja auch sich mit CT befasst hat und also etwas. Ja, und auf jeden Fall, eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass wir durch weitere Orbitalteleskope, jetzt hatten wir das Kepler-Teleskop, was 2009 gestartet wurde, was ja tausende von Exoplaneten gefunden hat. Und die werden ja immer weiter verbessert. Aber nehmen wir mal, in 20 Jahren haben wir so etwas am Mond stationiert, die Exoplaneten suchen. Und da können die Astronomen anhand der Atmosphäre dann auch feststellen, dass diese Planeten bewohnt sind. Und die können auch anhand der Atmosphäre mit bestimmten Gasen, vielleicht sogar Treibhausgase, also mit Atmosphärenveränderungen feststellen, dass da eine Zivilisation existiert. Heute ist das noch nicht möglich mit der heutigen Technologie. Das wird noch 10, 20, 30 Jahre dauern. Aber vielleicht wird ja so der Nachweis erbracht, dass es dort außerirdisches Leben gibt. Also ich hab, das heißt aber nicht, um das anzuhängen, ganz wichtig, dass diese Außerirdischen, wenn jetzt in 1000 Lichtjahren Entfernung gefunden werden, dass die auch immer hier gewesen sind. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Es gibt also in der wissenschaftlichen Welt die Vorstellung, dass es durchaus möglich ist, dass es außerirdisches Leben gibt. Ich habe zum Beispiel von dem Wissenschaftsastronauten Ulrich Walter so eine Aussage gehört. Der hat gesagt, ja, sicher gibt es außerirdisches Leben, aber das spielt für uns keine Rolle, weil die sind zu weit weg. Alleine in unserer Milchstraße sind die Entfernungen ja 100.000 Lichtjahre und unsere Milchstraße ist nur eine von Milliarden, wenn nicht Billionen von anderen Milchstraßen. Also wie sollen die denn da miteinander in Kontakt treten, wenn die 10 Milliarden Lichtjahre entfernt sind voneinander? Ja, genau. Das ist so die Vorstellung davon. Das ist auch sogar ein ziemlich genau ein Zitat von Ulrich Walter, was du gerade gesagt hast. Es gibt Außerirdische, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Weil er davon ausgeht, wir können sie nie erreichen. Wir haben ja jetzt auch außer theoretische Vorstellung, wie das möglich sein werde. Und die werden uns nie erreichen können. Deshalb würde das für die Menschheit keine Rolle spielen. Das sehe ich anders. Allein der Nachweis für außerirdisches Leben, intelligentes Leben, würde für allein unsere Position im Universum eine große Rolle spielen. Es würde natürlich eine Zeit dauern, bis sich das überall in den Köpfen der ganzen Weltbevölkerung klar, dass die sich alle klar wären, dass wir nicht allein sind. Und es würde viele philosophische und auch religiöse Diskussionen und Debatten geben. Also er spielt schon für uns eine Rolle. Aber der Ulrich Walter geht eben davon aus, interstellare Raumfahrt irgendwie ist absolut unmöglich. Ja. Und deshalb wäre das für uns keine Rolle spielen, sagt er. Das ist etwas, was ich eben nicht verstehen kann, wenn ein Wissenschaftler sagt, so, weil wir das nicht verstehen, weil wir das noch nicht kennen, Überlichtgeschwindigkeit, also Warp-Antrieb sozusagen, deswegen kann das auch nie sein. Also es ist mir ein Rätsel, wie die Wissenschaft sich immer wieder hinstellen kann und sagt, so nach dem Motto, ja, wir wissen jetzt alles, so ist es und bis dahin und nicht weiter. Ja, das gab zum Beispiel den Lord Kelvin, nachdem die Kelvin-Skala eben auch benannt ist, auch ein berühmter englischer Wissenschaftler, der 1909 gesagt hat, so mehr oder weniger haben wir jetzt alles erforscht, wir wissen jetzt alles, was jetzt kommt, ist nur noch mehr oder weniger genaue Analyse des Ganzen. Und das war bevor Heisenberg und Bohr und Planck und all die anderen Leute dann überhaupt erst auf den Plan gekommen sind mit ihrer Quantenphysik, mit Kernphysik und so weiter und so fort. Und mir kommt es ein bisschen so vor, wie wenn die Wissenschaftler da fast Angst davor hätten, dass sie eine Physik entdecken, die sie einfach nicht verstehen oder einfach noch nicht ahnen können auch. Ja, also damals bei der Weltausstellung, wo das gesagt wurde, wir haben alles erfunden, mehr können wir nicht erfinden, es gibt alles, wir haben alles entdeckt. Da gab es ja die große Weltausstellung auch in Chicago, der große Jubel, dass jetzt die Menschheit quasi auf dem Höhepunkt der technologischen Entwicklung ist. Das ist über 100 Jahre her, wenn wir da heute drüber nachdenken, da muss man ja wirklich schmunzeln. Aber es ist ja auch so, dass es jetzt schon von unserer Technologie aus Konzepte und Modelle gibt, wie tatsächlich interstellare Reisen möglich sind. Ich denke da an Generationenraumschiffe. Das ist für uns das würden wir heute niemals machen. So ein gigantisches Raumschiff im All zusammenbauen, das dann rausgeschickt wird ins Universum, das dann 1000 Jahre mit mehreren Generationen von Menschen dort an Bord irgendwo zu einem anderen Stern fliegt. Wir haben ja gar keinen Grund dazu, warum wir das machen sollten. Aber allein das ist ja schon möglich, wenn man nur wollte und natürlich enorme Geldsummen investieren würde. Aber man kann ja so einfach nicht behaupten,
dass das Außerirdische, die 10.000 oder eine Million Jahre weiter voraus sind oder vielleicht schon voraus waren vor einer Million Jahre, dass die nicht irgendwie interstellare Raumfahrt betrieben haben, mit welchen Technologien auch immer. Vielleicht mussten sie es ja sogar. Vielleicht war ihre Sonne kaputt. Ja. Ist ihre Sonne kaputt gegangen, quasi zu einem roten Riesen geworden. Ja. Und ich unterstelle einfach mal, dass eine außerirdische Spezies, so wie wir Menschen, einfach einen Überlebensdrang hat. Ja. Das heißt, die mussten ins Universum auswandern. Natürlich nicht die ganze Bevölkerung ihres Planeten, sage ich jetzt mal. Nicht alle Aliens konnten mit an Bord oder so. Ne? Aber allein solche Überlegungen sind es doch wert, dass man da sich mal drüber dass man sich darüber Gedanken macht, könnte das dann nicht so gewesen sein und warum könnten sie nicht auch schon hier gewesen sein? Du hast den Film Contact natürlich gesehen. Klar, selbstverständlich. Und, ja, klar. Natürlich. Und die Szene, wo Jodie Foster, Dr. Arroway, dann diesen ersten Kontakt hat in dieser Wahrnehmung, wo sie am Strand von Pensacola ist und sie fragt dann, warum habt ihr das gebaut? Und der Kontakt, den sie da eben hatte, sagt, wir haben das nicht gebaut. Und wir wissen gar nicht, wer das gebaut hat. Die waren schon lange weg. Die waren nur noch die Maschinen da, womit wir dann diese Transporte gemacht haben. Also sprich, die Vorstellung, dass es ja Milliarden Jahre schon vorher diese Wesen gegeben haben könnte und welchen Entwicklungsstand die dann eben haben, das finde ich das Interessante an diesem ganzen, an dieser ganzen Diskussion. Weil wenn wir sagen, das Universum ist 13 Milliarden Jahre alt und unsere Erde gibt es seit 4 Milliarden Jahre, ja, wenn ich dann denke, dann habe ich immer noch 11 Milliarden Jahre übrig. Ja. Oder wie viel? 13 minus 4? 13,7 Milliarden Jahre sind sogar alt. Milliarden von Jahren Zeit, wo irgendwas anderes passiert ist, die vielleicht schon lange weg sind wieder. Warum soll das nicht passiert sein? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn das alles nur theoretische Überlegungen wären von Leuten, die nichts anderes zu tun haben, dann würde ich sagen, okay, da kann man ja drüber streiten, das muss ja nicht so sein. Aber die Welt ist gepflastert, wirklich gepflastert mit Hinweisen darauf, die Däniken und andere eben aufgedeckt haben, dass es da sehr wohl einen, wie soll ich sagen, Kontakt oder Einfluss von außerhalb gab. Ich sitze hier seit 250 Sendungen vor genau dem größten Beweis dafür, dass es da irgendetwas geben muss. Ja, dieser Steinhaufen ist nicht irgendwie zufällig dahin gefallen, sondern das ist höchste Ingenieurskunst, die nicht in Ägypten alleine ihren Ursprung hatte. Und das ist für mich dann eben der Punkt, um zu sagen, vielleicht auch der gleiche Antrieb wie für dich, was zum Kuckuck steckt da dahinter? Wer hat das aufeinandergestellt? Wer hat diese Steine transportiert in Stonehenge? Wir haben neulich im Vorgespräch noch drüber gesprochen. Ja, so großer Mondzyklus in Stonehenge, inkorporiert, eingebettet. Genau. Der große Mondzyklus von 19,2 Jahren. Wer kommt denn in der Frühsteinzeit drauf, dass der Mond 19,2 Jahre braucht, um dann wieder da an dem Punkt aufzutauchen? Und warum sollte man sich die Mühe machen, 50 Tonnen schwere Steine so weit zu schleppen, wenn zwei Stöcke das auch tun würden, um zu zeigen, wann der Mond wieder kommt. Genau, und vor allen Dingen heißt es ja nicht, man beobachtet 19 Jahre den Mond, sondern mehrfache Perioden dieses Mondzyklus muss man beobachten, um überhaupt zu erkennen, aha, da gibt es einen Zyklus. Ja. Genau. Das heißt, es hätte über viele Generationen lang, hätte da erstmal diese ganze Berechnung stattfinden müssen, wann der wo aufgeht, mit welcher Phase und so weiter. Ja. Genau, und da muss man erstmal auf die Idee kommen, wir bauen uns so etwas und nehmen nicht einfach nur Holzflöcke, sondern wir wollen direkt was Großes bauen. Und das ist diesen großen Widerspruch, den ich in der Wissenschaft nicht lösen kann oder nicht nachvollziehen kann. Wenn es das alles nicht gäbe, würde ich sagen, okay, das sind theoretische Überlegungen, kann man drüber diskutieren, aber es gibt keinen Beweis dafür. Dein Anhänger, den du um dich rum hast, ja, die ganzen anderen Sachen, zeig ihn mal kurz in die Kamera bitte, so dieses goldene Schiff da, ja. Das sind ja alles Artefakte, die wir in den archäologischen Schichten gefunden haben, die unsere Archäologen seit hunderten Jahren ausgegraben haben. Die lassen ja meines Erachtens gar keinen anderen Schluss zu, so wie Däniken es gemacht hat. Es ist ja so, wir haben ja weltweit die Göttermythen auch. Ja. Und darauf beruft sich ja die Präastronautik auch. Da sagen die Kritiker ja, das sind alles Mythen, irgendwelche Erzählungen von unseren Vorfahren, quasi Belletristik von unseren Ahnen. Die erzählten da einfach irgendetwas, was gar nicht stimmt. Ja. Und
man muss es entweder interpretieren aufgrund ihrer Dummheit in Anführungszeichen, also damit sie, das haben sie erfunden, damit sie selber die Welt verstehen, oder man muss es halt religiös interpretieren, eben den Grundstock unserer Religion, egal jetzt ob es Islam oder Judentum oder Christentum, eben die alten religiösen Texte oder in Indien, China, solche Mythologien, ja, das ist halt Religion und das hat was mit Gott zu tun, da sagen die einen, es gibt keinen Gott, dann sagen die anderen, doch, ist der wirkliche Gott, eben der Schöpfer des Universums, dann kommen irgendwelche Präastronautiker, nee, das waren Wesen aus Fleisch und Blut, die hier auf der Erde waren, aber es waren eben Aliens. Alles ist im Grunde genommen eine Interpretations- und Glaubenssache. Es ist natürlich es liegt kein Beweis vor, dass in diesen Mythologien, egal wo auf der Welt und in den Sagen, Märchen und anderen Überlieferungen, dass da jetzt wirklich leibhaftige Aliens auf die Erde gekommen sind vor 5000 Jahren oder so etwas. Das ist alles nur eine Interpretationssache. Kritiker sagen dann wieder, ja, wenn ihr dann interpretiert, dass das Aliens waren, dann habt ihr ja quasi eure eigene Ersatzreligion geformt. Ihr glaubt halt jetzt an Außerirdische anstatt Götter. Da sage ich dann immer, das ist ja keine Religion. Wir erhoffen uns da ja nicht das ewige Leben von oder sowas. Da habe ich, erwähne ich gerne dieses Beispiel, weil jede Religion hat ja den Sinn von den etablierten Religionen, dass die den Anhängern das ewige Leben irgendwie versprechen, wenn sie sterben. Egal, ob im Jenseits, im Paradies oder durch Reinkarnation. Und wenn man jetzt alte Texte interpretiert, dass da Götter auf der Erde waren, dann heißt das natürlich nicht, dass wenn die Leute daran glauben, dass die ewig leben. Also dieser Vorwurf mit Religion und, ja, ich weiß, was du meinst, und Sekten, das ist natürlich Unsinn. Aber meiner Meinung nach haben solche Interpretationen genauso eine Daseinsberechtigung, als wenn wir einfach sagen, das haben die Leute sich ausgedacht. Also für mich ist da ein Ausdruck vom Däniken sehr stichhaltig, nämlich der Cargo-Kult. Das, um es mal kurz zu erklären, was das ist. Also im Zweiten Weltkrieg, im azifischen Kriegsschauplatz, haben die amerikanischen großen Bomberflotten Stützpunkte gebraucht auf kleinen Atollen, auf kleinen Inseln. Die haben da zuerst mal Schiffe hingeschickt und die Pioniere haben da behelfsmäßige Landebahnen gebaut, dass die halt zwischenlanden konnten. Die Bomber konnten jetzt nicht nonstop fliegen, so wie heute. Und was ist passiert? Die Ureinwohner, die Eingeborenen auf diesen Inseln haben diesem Treiben natürlich zugeschaut. Wenn die silbernen, glänzenden Aluminiumvögel da gelandet sind und die Amerikaner sind ausgestiegen mit ihren Sonnenbrillen und mit ihren coolen Fliegerkombis und haben Candy verteilt oder was weiß ich. Und dann haben die angefangen, ein Mimikrieverhalten an den Tag zu legen. Also die haben das dupliziert, was die da gesehen haben. Die haben Landebahnen primitiv dargestellt und haben aus Holz und Stroh einfache Flugzeuge nachgebaut. Und das bezeichnet den Begriff Cargo-Kult, wenn also eine weniger entwickelte Zivilisation mit der Technik einer höher entwickelten Zivilisation in Kontakt kommt und aber nicht versteht, was da passiert. Genau. So, und wenn wir jetzt die ganze Mythologie mal unter diesem Aspekt betrachten, dass die ganzen Göttererzählungen und die Bibelerklärungen und Götter vom Himmel herab und Engels und so weiter, dann ist das für mich eigentlich eine direkte Beschreibung von Präastronautik in der gesamten Geschichte der Menschheit. Genau, das kann man alles durchaus als so ein Cargo-Kult interpretieren. Ethnologen haben sich ja viele Gedanken über die Cargo-Kulte da gemacht im Zweiten Weltkrieg oder am Ende des Zweiten Weltkriegs, die es da im Pazifikraum gab. Oder warum zum Beispiel Prinz Philipp aus Großbritannien auf einem Inselatoll quasi als göttlicher oder als wiedergekehrter Ahne verehrt wurde oder eben zu Flugzeuge verehrt wurden. Und interpretieren dann eben, ja gut, die haben halt geglaubt, das sind irgendwelche Götter, aber dieser Kult war dann schnell weg, als sie bemerkt haben, das sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Ja, vor Jahrtausenden, wenn dann irgendwelche Himmelsvögel oben vom Firmament her niedergekommen sind, von unseren primitiven Vorfahren, primitiv waren sie ja nicht, sie waren ja genauso intelligent wie wir, aber wussten nicht, was sehen wir denn dort, was kommt denn da vom Himmel? Und dann steigen da irgendwelche Leute aus, irgendwelche Wesen, die uns vielleicht ähnlich sahen, aber vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, dann sind das halt wiedergekehrte Ahnen, verstorbene Vorfahren oder Götter oder himmlische einfach oder Lehrmeister aus dem All sind vom Himmel gekommen und haben den Leuten etwas beigebracht. Zumindest heißt es in den Mythen und in allen Schriften, dass die ja dieses und jenes eben von diesen himmlischen Wesen gelehrt bekommen haben. Sei es jetzt der Ackerbau, sei es die Schrift, alles Mögliche, angeblich waren es die Himmlischen, die das den Menschen beigebracht haben. Ja, und ich bin in meiner jugendlichen Neugier einfach nicht bereit zu glauben, das haben die sich ausgedacht. Ja, ja.
Vor allem, es gibt ja wirklich handfeste Beweise dafür, für eine hochentwickelte technologische Zivilisation auf der Erde vor Jahrtausenden. Ich habe ein Beispiel gefunden, das ist dir bestimmt auch bekannt, nämlich dieses berühmte Artefakt, das vor ungefähr 100 Jahren von irgendwelchen Perlentauchern in Griechenland vor einer Insel namens Antikythera gefunden worden ist. Die Geschichte war, glaube ich, dass die wegen einem Sturm da gezwungen waren, auf dieser Insel zu landen und mussten dann den Sturm abwarten. Und damit die Taucher beschäftigt waren, hat man die halt dann irgendwie zum Tauchen geschickt, als der Sturm weg war. Und dabei kam dieses Artefakt nach oben, das dann wiederum viele Jahre lang irgendwo in einer Schachtel lag, bis jemand mal mit dem Röntgengerät dem Ding näher gerückt ist. Genau, und dann hat man erkannt, dass da nämlich ein hochkomplexer Apparat dahinter steckt. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was genau man damals entdeckt hat. Ja. Ganz genau. Das war, ich glaube, 1912 oder so müsste das gewesen sein, an der Insel Antikythera. Da waren Schwammtaucher oder Raubtaucher. Da streiten sich die Gelehrten. Aber wer es auch gefunden hat, ist auch nicht so wichtig. Es wurde dann gefunden und Mitte der 1940er Jahre wurde das dann mal geröntgt. Und dann kam ein Zahnrad zum Vorschein. Da wurde das gereinigt und nochmal geröntgt und von anderen Seiten geröntgt. Priest hieß der Archäologe in Athen. Und dann kam tatsächlich nach und nach ein Mechanismus zutage aus zahlreichen Zahnrädern, die ineinander greifen. Das tun Zahnräder ja nun mal so. Und daran konnte man verschiedene Planetenkonstellationen und den Stand der Sonne, den Stand des Mondes und den Stand der Planeten feststellen. Es gab dann auch auf diesem Bild sieht man, das ist in einem Metallkästchen eingebaut, aber es war wahrscheinlich ursprünglich in einer Holzkiste auf diesem Schiff. Die Holzkiste ist natürlich verrottet. Und da ist dann auch ein Getriebe drin erkannt worden, ein Differentialgetriebe, was wir erst viel, viel später entwickelt haben. Und die Archäologen waren dann nachher so fasziniert davon, als das dann langsam nach und nach rauskam, haben dann nochmal professionelle Archäologietaucher hingeschickt zu diesem Schiffswrack, haben dann noch andere Artefakte aus diesem Schiff geborgen, römische Amphoren, das war so ein Handelsschiff, was so im östlichen Mittelmeer dort verkehrt ist, und konnten das dann so ungefähr datieren. Das ist dann so knapp über 2000 Jahre alt, und einige sagen, es ist aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, andere sagen aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Aber das heißt, dass vor 2000 Jahren so ein hochkomplexes mechanisches Gerät nicht nur gebaut werden konnte, sondern auch jahrelange Beobachtungen vorausgingen, die in ein so komplexes Gerät eingebaut werden konnten. Wie ein Computer eigentlich, ja? Ja, man sagt ja auch, der älteste Computer der Welt ist natürlich keine Elektronik drin, ist klar, aber ist ein mechanischer Computer. Und ein Differentialgetriebe, was erst Jahrhunderte später erfunden wurde, konnte man dort auch schon drin finden. Und das steht im Nationalmuseum in Athen, also die Original Artefakte, es sind drei, es ist zerfallen, die stehen da ausgestellt als Highlight. Aber das beweist, weil es auch ein Einzelfund ist, das ist ja besonders interessant, es muss eine unglaublich hochentwickelte Kultur oder beziehungsweise unglaublich hochentwickelte Elite gegeben haben, die so ein Wissen hatten. Und dann ist interessant, was eigentlich wenig beachtet wird bei dem Computer von Antikythera. Er wurde in einem Schiffswrack eines ganz normalen, ganz ordinären Handelsschiffes gefunden im östlichen Mittelmeer. Das heißt, wenn man sich das mal überlegt, es könnte tatsächlich einfach nichts Besonderes gewesen sein, sondern es könnte auf allen möglichen Schiffen einfach als Standard dazugehört haben. Wir haben es bisher nur ein einziges Mal gefunden. Aha, okay. Das ist schon sehr erstaunlich. Und dann fünf Planeten kann man da sehen. Es gibt die Spekulation, das ist ein Wissen von Außerirdischen, was da eingearbeitet wurde. Das glaube ich aber nicht, denn dann würden mehr als fünf Planeten dort dargestellt sein. Wir können mit bloßem Auge nur fünf Planeten sehen. Ja, okay. Es ist auch ein geozentrisches Weltbild. Also nicht das auch, ja. Das kommt, neulich hat ZDF Terra Express eine Sendung gebracht, da war das Teil dieser Sendung. Bestimmt 10 Minuten mit ganz tollen Grafiken und Animationen. Da ist mir die Komplexität dieses Apparats zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Also das wird schon aufgegriffen, aber halt nicht weitergedacht. Was das dann im Endeffekt bedeutet. Ja. Das ist ja wie ein Flugzeug, das 100 Jahre vor den Gebrüdern Wright schon mit Motorflug unterwegs war. Ja. Also ich finde auch, dieses Bild zeigt das wirklich wunderbar, jetzt in diesen verschiedenen Schichten, wie kompliziert dieser Mechanismus ist. Und den baut man nicht einfach so zusammen. Mhm. Und das muss man probieren, testen. Mhm. Und das setzt ein enormes Wissen voraus. Und nicht nur vor 2000 Jahren. Das braucht eine Entwicklung, dieses Wissen. Verstehe, das muss sich entwickelt haben. Ja.
Und das ist ja jetzt nicht das Einzige auf der Welt, was uns vor große Rätsel stellt. Ich habe noch was anderes mir ausgeguckt. Und zwar, wir haben neulich auch drüber schon gesprochen, ja. So diese berühmten Steinkugeln, die in Costa Rica gefunden worden sind. Also diese Kugeln, die stehen da zu wie viele Hunderte oder gibt es Tausende davon? Ja, Tausende. Tausende. Viele sind zerstört. Ja. Es gab damals den Glauben, innerhalb dieser Granitkugeln befinden sich Schätze. Gold oder so. Ach, deshalb wurden, hat man die, deshalb ja. wurden viele gesprengt. Man hat die einfach erhitzt, wieder abgekühlt mit Wasser, bis sie auseinanderplatzen. Was war drin? Gestein. Nichts. Ja, okay. Also sind einfach. Und das sind jetzt nicht einfach ein paar kleine Murmeln, sondern das sind große Sphären, also große Kugeln mit wie viel Tonnen ungefähr? Was schätzt du, was so eine Kugel wiegt? Ja, ich hatte da, ich glaube, das hatte ich im Vorgespräch erwähnt, also 16 Tonnen hatte ich da im Kopf. Okay, ja. Ob das jetzt genau auf eine Tonne genau stimmt, weiß ja, ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist aber es jetzt haben, nicht, ist es kein leichtes Gestein, dass es ein paar hundert genau. Kilo nur wären, sondern... Und die haben auch teilweise, also die gibt teilweise dieser Größe nur, aber teilweise auch 3 Meter Durchmesser, sind perfekt rund, liegen dann auf dieser kleinen, einsamen Insel Costa Rica so verteilt. Archäologen sagen, das sind halt vielleicht irgendwelche Kultobjekte sowieso. Alles ist ja Kultobjekt. Aber es war vielleicht mal irgendwie ein Sternenkult. Diese Kugeln sollten Sternenbilder darstellen. Irgendwelche Sterne am Himmel. Heute nicht mehr nachvollziehbar, weil die Kugeln eben alle weggeräumt wurden, zerstört wurden. Man kann das Gesamtkonzept, wie es damals auf der Insel dargestellt war, nicht mehr nachvollziehen. Dann, wenn das so stimmt, wenn das Stern, kann ja sein, aber wenn das Sternbilder waren, warum nehmen die dann Kugeln? Das könnte ja, eine Vermutung weitergedacht, bedeuten, dass die auf Costa Rica wussten, dass Sterne Kugeln sind. Das wäre ja dann überhaupt nicht vereinbar mit dem Wissen, was Historiker irgendwie diese primitiven mittelamerikanischen Vorfahren zusprechen würden. Und man muss auch sehen, diese perfekte Rundung, die muss man auch erstmal hinbekommen. Es gab auch technisch nicht so leicht umzusetzen, wenn das von Steinmetzen gemacht worden ist. Genau. Ja, also. Es gibt auch einige Versuche, das nochmal auch vor Ort auf Costa Rica aus dem gleichen Gestein herzustellen, mit Steinwerkzeug, alles. Also das ist eine unglaubliche Plackerei gewesen, so perfekte Kugeln herzustellen. Wenn ist das maschinell? Ich glaube nicht. Ich habe Nahaufnahmen und alles davon gesehen. Man kann schon erkennen, dass sie bearbeitet wurden. Aber wenn die fertig waren mit ihrer Bearbeitung, um eine Kugel von 2 Meter oder 3 Meter Durchmesser zu fertigen, dann wurden die noch erstmal poliert, und damit die auch schön glatt sind. Der Transport war danach natürlich nicht mehr so schwer. Man konnte ja die Dinger rollen. Aber Sinn und Zweck völlig unbekannt. Eine Spekulation von 1977 sagt, das sind Erinnerungen an Kontakt mit Außerirdischen, die in kugelförmigen Sphären, in kugelförmigen Raumfahrzeugen auf der Erde waren oder beziehungsweise im Erdorbit angelangt sind. Eine Spekulation lässt sich natürlich auch nicht beweisen. Das klingt ein bisschen nach einer Perry Roden. Ja, also Däniken ist seit 40, 50 Jahren auf der Welt unterwegs, und der alleine hat Material geliefert für 10 Stunden Interviews, die wir hier führen könnten, über außergewöhnliche Funde, über Hintergründe. Also allein die Bücher, die er veröffentlicht hat, ist ja schon sehr vieles drin. Aber die große Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was würde das denn für uns Menschen bedeuten, wenn wir erkennen, wir sind nicht das einzige intelligente Leben auf der Welt? Das ist das eine. Und die nachfolgende Frage heißt natürlich, was würde es bedeuten, wenn wir Menschen erfahren, dass die früher schon mal da waren und vielleicht sogar heute noch da sind. Was denkst du, was auf der Welt passieren würde, wenn dieses Wissen auf uns Menschen herniederkommen würde? Also am spannendsten wäre natürlich, wenn irgendein Artefakt gefunden wird, was zeigt, vor 5000 Jahren waren wirklich Außerirdische hier auf diesem Planeten. Wenn es auf dem Mond gefunden wird oder auf dem Mars, wäre es natürlich noch besser. Mhm. Aber wenn das dann als undefinierbar, unleugbarer Beweis gefunden wird, dann würde es als allererstes mal eine Katastrophe in Sachen Religion geben. Weil jede Religion müsste sich allein von ihren Gläubigen Fragen gefallen lassen, warum habt ihr uns davon nichts erzählt? Habt ihr das nicht gewusst? Ja, ja. Oder haben diese Leute, viele in den Industrienationen kennen natürlich irgendwelche Thematiken mit Außerirdischen in der Vergangenheit. Ist da vielleicht mehr dran? Stimmt das vielleicht? Ist das, was ihr erzählt über Himmelswesen, Engel,
über Gott, stimmt das vielleicht gar nicht? Und dann wird es natürlich, weil es gibt ja nicht nur einfach unsere drei großen Religionen, den Islam, das Christentum und die, das Judentum, sondern auch viele Untergruppen, viele Splittergruppen, die würden sich als erstes mal gegenseitig die Köpfe einschlagen. Du meinst also große religiöse Verwirrung, oder? Nicht nur Verwirrung, Religionskriege wird es geben. Warum Kriege unbedingt? Weil die, also viele werden sich natürlich auch sofort erstmal umbringen. Es gibt natürlich genug, gerade christlich-fundamentale Sekten, vor allen Dingen in Nordamerika, die würden sich erstmal umbringen, weil sie völlig verzweifelt sind. Das wird bei auch im Kontakt vorkommen, wenn die einfach landen würden jetzt heute. Aber dann sind die schon mal weg, wenn man es mal richtig zynisch ausdrückt. Aber weil die Religionskriege dann, die eine Religion sagt, ja, Gott hat viele Welten erschaffen. Wir lesen ja auch zum Beispiel im Koran, dass Allah viele Welten erschaffen hat. Und das sind eben solche Bewohner von solchen anderen Welten. Da würden vielleicht andere Strömungen der gleichen Religion sagen, nein, wir sind einzigartig, das sind keine Lebewesen, so wie wir, mit einer Intelligenz und einer Evolution, wenn sie überhaupt daran glauben dann, sondern das sind einfach Dämonen. Und ihr habt den falschen Glauben, ihr erzählt das Falsche und, okay, schon kommt es zu großen Konflikten. Innerhalb der einzelnen Religion, aber wahrscheinlich auch die Religion untereinander. Ja, da sehe ich also großes Konfliktpotenzial. Kommen sie jetzt hier in ein Raumschiff in Kugelform, nehmen wir das mal an, es hat 100 Kilometer Durchmesser, tritt in den Erdorbit ein und kreist dann da rum und eindeutig jeder kann es sehen und sagen, oh, die Außerirdischen sind da, wir sind nicht allein, dann wird wahrscheinlich die erste Reaktion sein der westlichen Welt, der Industrienation, der Bevölkerung, erstmal Panikkäufe, weil wir durch Hollywood alle angefixt sind von wegen Independence Day, Weltuntergang, sie greifen uns an und machen uns den Gar aus. Essen die Gehirne auf. Essen die Gehirne auf und was weiß ich und so. Auf jeden Fall sind die natürlich alle angefixt, aber man weiß ja nie, was bringt jetzt die Zukunft? Also man hat erstmal Bedenken, also machen wir erstmal Hamsterkäufe. Oder kaufen jede Menge Gold oder verkaufen alle unsere Aktien, weil die, wer weiß, ob die Aktien dann überhaupt noch Wert haben nächste Woche oder in 10 Jahren. Mhm. Wir wissen ja gar nicht, was jetzt passiert. Wir wollen erstmal so eine Art Krisenvorsorge machen. Ja, ja, ja. Und das würde natürlich auch das ganze Wirtschaftssystem im gleichen Zuge durcheinander bringen, die ganze Gesellschaft durcheinander bringen. Dann würden natürlich auch wieder religiöse Fanatiker diese Sachen als von Gott gegeben ansehen oder vom Dämon oder vom Satan gegeben ansehen. Aber Menschen in westlichen Industrienationen würden erstmal in Panik verfallen. Die brauchen ja gar nicht böse sein. Das ist einfach die menschliche Natur, weil was Fremdes da ist und vor Fremden hat man Angst. Normalerweise, wenn man auf die Geschichte der Menschheit so zurückblickt, was fremd ist, bringen die ja normalerweise alles gerne um. Ja, 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 also das können sie jetzt in diesem Fall ja nicht, weil sich dieses Objekt ja den Zugriff entzieht und außerhalb unserer Wahrnehmung auch befindet, weil wir können ja gar nicht, wir wissen gar nicht, was wollen die, wir kommen damit gar nicht klar. Also ich glaube, du hast recht, dass es zuerst mal zu großen Panik kommen würde, obgleich ich das natürlich feiern würde. Also ich würde rumrennen und dem Letzten noch erzählen. Ich würde mir das erste Megafon schnappen und würde nur noch rumrennen, schalte das Fernsehen ein und dann guck da hoch, weil ich endlich das bestätigt sehe, was ich schon immer gewusst habe oder geglaubt habe zu wissen. Ja, also von dem her gesehen, für mich wäre das natürlich ein Feiertag, aber ich glaube schon, dass es eine große Zäsur wäre für unsere Welt. Ja, aber was würde es denn für uns als Menschen insgesamt bedeuten? Jetzt mal abgesehen, der erste Schock ist weg. Die sich selbst weginkarniert haben, sind Geschichte. Wir haben den ersten Schock überwunden. Was könnte es für uns als Menschheit bedeuten, wenn dann der Kontakt wirklich stattfindet? Wenn da also wirklich so, du kennst die Szene aus dem Star Trek-Film First Contact, wo das Raumschiff zurückgeht, wo die Borg zurückgehen in die Gegenwart von uns und dann eben mit dem ersten Start des ersten Warp-Schiffs. Du weißt, welchen Film ich meine, wo die erste Warp-Signatur von den Vulkaniern entdeckt wird. Genau. Diese Geschichte, das ist ja auch Fantasy, aber nur mal so. Eine außerirdische Zivilisation entscheidet sich, dass wir jetzt soweit sind, einen Kontakt dieser Art zu ertragen oder zu erlangen. Was würde das für uns als Menschen bedeuten, jetzt gar nicht mal technologisch gesehen her, sondern für unseren Platz in der Gesellschaft? Also als erstes müssten sich diese Außerirdischen mal darüber im Klaren sein, mit wem sie den Kontakt aufnehmen. Wenn die jetzt hier nach Deutschland kommen und dann nach Berlin gehen und sagen, Ding Dong, hallo Frau Merkel, wir sind die Aliens.
Willkommen in unserer kosmischen Gesellschaft. Da werden alle anderen Länder aber sauer sein auf die Aliens. Warum die Deutschen? Ne? Oder wenn die im Weißen Haus landen. Also das heißt, die müssten erstmal mit jedem Kontakt aufnehmen. Wir haben keinen planetarischen Sprecher, kein planetarisches Parlament. Ja, die UNO vielleicht. Ja, die UNO wäre höchstens noch, die UN. Dann, weil irgendeiner wird auf jeden Fall eifersüchtig werden, warum nehmen die Kontakt nicht mit uns auf oder so. Das heißt, die müssen mit allen gleichzeitig Kontakt aufnehmen. Ist der erste Schock dann in der allgemeinen Bevölkerung, bis auf uns jetzt und viele andere, die natürlich darauf vorbereitet sind, aber viele eben noch nicht, ist der dann vorbei. Dann würde es als, die religiösen Debatten wären dann auch vorbei, dann würde es als allererstes wahrscheinlich sein, in einer langfristigen Zukunft gesehen, dass die Menschheit erstmal als Ganzes zusammenrückt. Ich bin davon überzeugt, dass allein die Anwesenheit, auch wenn die uns gar keine Techniken oder irgendwas bringen sollten, allein deren Anwesenheit dafür sorgen würde, dass die Menschheit an sich auf ihrem ganzen Planeten langsam, aber sicher zu einer friedlichen Zivilisation werden wird. Als Menschheitsfamilie begreifen, oder? Genau, als Menschheitsfamilie. Den wird klar werden, wahrscheinlich wird es erstmal, müssen Millionen von Menschen wahrscheinlich erstmal da sterben durch irgendwelche Konflikte und Kriege. Aber denen würde klar werden, dass wir jetzt nicht allein sind und wir als Menschheit als Ganzes handeln müssen und auf unserem Planeten leben müssen. Das ist eigentlich eine persönliche Wunschvorstellung, könnte man vielleicht schon sagen, aber persönliche Überzeugung. So wird es wahrscheinlich kommen. Das wäre so die mittelfristigen Folgen. Mir fällt noch eine Frage ein. Was würde das für dich persönlich bedeuten, wenn plötzlich der erste Kontakt da ist? So. Also ich würde mir auch ein Megafon holen und würde, und würde allen herumposaunen. Der es noch nicht mitbekommen hat. Genau, ich würde auf den Kirchturm in unserem Dorf gehen und hier, guck, da sind sie, die Aliens. Ich habe recht gehabt. Jetzt bin ich nicht mehr der UFO-Spinner des Dorfes. Also persönlich fände ich das ein Highlight. Und ich würde 25 Stunden am Tag daran arbeiten und daran alles daran setzen, alles über die zu erfahren. Wo kommen die her? Wie kommen die hierher? Was wollen die überhaupt hier? Wie sehen sie aus? Haben die Frau, Kind? Gehen die arbeiten? Wie alt werden die? Was haben die für Krankheiten? Alles möchte ich von denen wissen. Da will ich also, die können also, brauchen nicht bei Merkel klingeln, die sollen direkt bei mir klingeln. Das wäre am besten. In Mette. In Lette, genau. Ja, ich hoffe also wirklich sehr, dass wir beide noch so lange leben, dass das in unserer Lebenszeit noch stattfinden wird. Die Wahrscheinlichkeit, die ist eher gering, obwohl sich mit der Entwicklung in unserer heutigen Zeit vielleicht dann doch was anderes abspielt. Ich glaube ja, dass die schon lange da sind und auch hier Einflüsse haben. Das glaube ich übrigens auch. Also wenn man sich anschaut, alleine die Vorkommnisse vor den ganzen Atomanlagen, die es gab, vor den amerikanischen Atomraketen, was es da alles an Sichtungen gab. Ich habe es letztes Jahr habe ich bei 5 UFO-Kongressen in Amerika und in Barcelona und in Holland gefilmt und habe viele Interviews gemacht mit vielen Aktivisten und so weiter. Was ich da zusätzlich zu den Infos, die ich schon hatte, erfahren habe, ist, dass da, das ist Gespräch für viele, viele Interviews, Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der durchaus in unserer Lebenszeit noch was Gravierendes bringen könnte. Also, es ist auch so, Kritiker von der Präastronautik sagen ja, wenn ihr glaubt, das ist ja im Endeffekt Glauben, diese Mythologie, dass das Aliens waren, warum sind sie dann abgehauen? Also ich bin zum Beispiel überzeugt, die sind gar nicht abgehauen, die waren immer da. Ja. Im Mittelalter und im ganz frühen Mittelalter und in den ersten Jahrhunderten nach Christus, in der Folklore, diese Geschichten über seltsame Himmelszeichen oder Schilder am Himmel oder Begegnungen mit Wesen, die man in der Folklore einfach Trolle nennt oder Fabelwesen und Zwerge und die es da gab. Ich glaube, dass man das als einen roten Faden sehen kann, interpretieren kann, dass die Menschheit immer Kontakt mit einer anderen Spezies hatte. Wann die erste Mal hier waren, wissen wir nicht. Vielleicht waren sie ja schon zu Dinosaurierzeiten da. Es gibt sogar welche, die sagen, die Dinosaurier wurden von den Aliens ausgelöscht. Das habe ich auch schon mal gelesen in einem Buch. Und damit die Menschheit auf diesem Planeten leben kann, haben die Außerirdischen die Dinosaurier umgebracht. Interessante These. Da müssen wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit mal drauf einsteigen. Da müsste man dann aber vielleicht mal einen Dinosaurierforscher fragen, ob er schon Dinosaurierknochen ausgegraben hat mit Laserstrahleinschüssen drin oder so. Versteinerung. Ich war vorhin im Museum, im Naturkundemuseum hier
In Leipzig, ich habe keinen so einen Knochen gesehen. Ja, Lars, du, ich setze mich gerne wieder mal hier. Wir haben noch mal Gelegenheit dazu, mit dir über ein Thema zu plaudern. Da gehen wir mal speziell ein bisschen tiefer ein auf eine Spur der Götter. Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank. Ja, ich danke. Für deine ganze Arbeit die letzten Jahre über, was du alles zusammengetragen hast und vor allem für deine Arbeit. Weiterhin viel Erfolg und viel Glück dir. Ja, ich danke dir und danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Ist mir ein Fest. Ein Fest. Liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder bei uns dabei wart. Ich freue mich auf einen neuen Besuch von euch bei Nuviso. Schaltet weiter rein, wir bleiben an diesen Themen dran. Und ja, ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.